Also herzlichen Dank, Matthias. Ich musste noch ein bisschen früher aufstehen, zwar auch Bern, aber das tiefe Emmental. Es freut mich wieder mal hier zu sein, nach etlichen Jahren Absenz. Absenz nicht, weil ich nicht mehr zugelassen wurde, sondern man sieht es gleich auf der nächsten Folie. Auf der übernächsten Folie. Meine Familie ist ein Grund, dass ich nach Jahrzehnten oder nach ungefähr 2 Jahrzehnten aktiver Teilnahme an der Open Source Community ein bisschen zurückgegangen bin. Man sieht hier auch gleich, was ich in den letzten Jahren gemacht habe. Da hat die Familie begonnen. Nachmittag sieht man, was der aktuelle Stand der Dinge ist. Kurz was zu meinem Background. Ich habe vor 2 Jahrzehnten das Primarlehrerseminar im Wallis abgeschlossen. Ich habe mittlerweile Pädagogik studiert. Ich habe relativ viel Informatik gemacht, autodidaktisch. Viel freie Software war eine Zeit lang, eben vor 15 Jahren ungefähr, recht aktiv und habe auch im Ausland viele Vorträge gemacht und habe mich dann zurückgezogen und auf das hier fokussiert. Was Sie da sehen und was auch auf meinem T-Shirt ist, das sind die Randa-Meetings. Herzlichen Dank an die CH Open, die uns fast 10 Jahre unterstützt hat. Die Randa-Meetings, vielleicht mal eine Frage in die Runde, ob Sie schon wach sind. Hat jemand von Ihnen schon mal was von Randa gehört? Ronny, du nicht. Okay, doch ein paar wenige. Es ist ein mein persönliches Energieplatz. Meine Mutter ist da aufgewachsen, ist ein knapp 400 Seelendorf im Wallis, absolut zentral in Europa gelegen, eher nicht so zentral in der Schweiz. Bald 10 Jahre ist es her, dass ich damit begonnen habe, freie Softwareentwickler aus der ganzen Welt, hauptsächlich aus der KDE-Community, in das kleine Bergdorf einzuladen. Es treffen sich da mit ein paar Unterbrüchen, wie gesagt, seit 10 Jahren Leute aus Indien bis Peru. Die letzten 2-3 Jahre haben wir es auch geschafft, den afrikanischen Kontinent abzubilden, dass wir auch Leute von da gefunden haben. Die treffen sich da. Das ist ein altes Lagerhaus der Jungach Blau Ring, das wir dann gemietet und verkabelt haben, und die machen da zusammen freie Software für eine Woche, diskutieren, sollten weniger am Computer sitzen und mehr diskutieren und entscheiden, aber das ist immer sehr erfolgreich. Meine ganze Familie ist eigentlich da involviert, also man sieht da den ersten Sprössling und auf der anderen Seite auch gleich meinen Vater, also auch da 3 Generationen vertreten. Und das KDE Edu, also das Projekt von KDE, das freie Lernsoftware macht, ist da auch seit Beginn weg eigentlich vertreten. Was wir und was das eigentliche Thema heute auch dann ist, was mit KDE Edu verbunden wird, was wir seit ein paar Jahren da gemacht haben, ist den Fokus weg nur auf Linux, sondern eben auch auf Windows, macOS und Android in den letzten Jahren, iOS zu richten, weil die Basis, rein technisch gesehen, unserer Software ist plattformunabhängig, also haben wir von freier Software her kommt, auch versucht, die anderen weniger freien Plattformen zu bedienen. Das ist recht erfolgreich geschehen. Wir hatten einige Treffen speziell nur fürs Portieren auf andere Plattformen. Letztes Jahr war das Thema Accessibility, Barrierefreiheit, wozu nicht nur der Zugang für nicht sehende Menschen oder Leute mit anderer Bedienung zu unserer, anderen Behinderungen zu unserer Software gehört, sondern eben auch Plattformunabhängigkeit. Ich habe wahrscheinlich noch 15 Minuten zu sprechen. KDE Edu hat sehr viel Software, sehr viel Lernsoftware. Wenn ich eins zurückgehe, sieht man da ein paar Dinge, über die ich heute sprechen möchte. Es sind mehrere Dutzend Programme. Zeigen kann ich es nicht wirklich. Ich kann ein paar Inputs geben und hoffen, dass ihr und sie das dann später ausprobiert. Ich bin den ganzen Tag noch da mit verschiedenen Hüten an. Heute im Moment mit KDE, dann die Schule und dann ein eigenes Projekt. Kommen wir zu einer ersten Software, die ursprünglich gar nicht von KDE kam. Da haben Ronny und uns und ich uns, glaube ich, auch kennengelernt, als er da noch die Software auf Deutsch übersetzt hat. J'ai compris aus dem Französischen. Ist eine Software für 2- bis 10-Jährige und älter. Also als ich kurz an der ETH und Uni war, habe ich
mit der Software auch ein paar ETH-Studenten zur Verzweiflung gebracht. Also auch ältere Erwachsene können da etwas lernen. Es ist eine Software, die sehr viele Aktivitäten hat, von mathematischen Sprachübungen, Gedächtnistraining zum Navigieren eines U-Bootes. Da hat es extrem viel drin. Es ist auch eine der Software von uns, von KD Edu, die wahrscheinlich am plattformunabhängigsten ist. Also man sieht es hier auch von einem Screenshot der Webseite. Wir haben Android, Windows, macOS, iPad, also iOS und auch die Linux-Version. Es ist wahrscheinlich zugegebenermaßen auch, weil es halt die geschlossenste Plattform ist, die einzige Software, die auf iOS läuft. Und sie ist auch im Store enthalten. Etwas, das man sich unbedingt mal ansehen sollte, auch wenn man gerade Kinder in meinem Alter hat. Mein Sohn durfte, glaube ich, nicht in dem Jahr, aber da auch mal Beta-Tester sein an den Rondau-Meetings für diese Software. Wieder ein Schritt zurück ins Wallis. Calcium, dazu nur relativ kurz. Das ist ein digitales Periodensystem. Eine relativ simple Applikation, die Zugang zur Chemie gibt, mit weiteren Informationen zu den chemischen Elementen. Es war lange Zeit ein Walliser, nicht ich, sondern Etienne Ribetti war Maintainer dieser Software. Wir haben uns auch in Rondau erst kennengelernt, aber auch wer in der Chemie arbeitet, beziehungsweise wer in der Schule Chemie hat, durchaus ein hilfreiches Tool. Man möge mich bitte stoppen, wenn die Zeit aus ist. Zu erzählen habe ich genug. Marble ist eine der Applikationen, ein virtueller Globus und Weltatlas, der wahrscheinlich als einer der ersten der Applikationen auf Windows portiert wurde. Es hat auch damit zu tun, dass es für die technisch Interessierten von Beginn weg eigentlich eine nur Qt ohne KDE-Frameworks-Abhängigkeiten Version davon gab. Man sieht auf der rechten Seite auch, dass mittlerweile, und da wurde auch relativ viel in Rondau im Wallis daran gearbeitet, mobile Applikationen oder Versionen von Marble gibt. Also wir haben da auch, man sieht hier gleich, Routing-Funktionalität, eine Pseudo-3D-Version, die auch in Rondau erstellt wurde, gibt es da auch basierend auf den OpenStreetMap-Daten. Und hier eine ganz interessante Sache. Marble durfte mit irgendeiner deutschen, ich kann mich nicht konkret erinnern, Forschungsinstitution einen oder den ältesten Globus, den es gibt, digital abbilden. Also es ist ein sehr interessanter Globus, der wurde, glaube ich, 1492 released, beziehungsweise erstellt. Und wer sich geschichtlich noch ein bisschen auskennt, wird nicht erstaunt sein, wenn er den Globus anschaut, dass Amerika auf dem Globus noch nicht drauf ist. Also eine ganz spannende Sache. Cantor, es hat Informatiker, freie Softwareleute sind wahrscheinlich ein bisschen Mathe-lastig oder Mathe-interessiert, also wir haben relativ viele Mathematik-Applikationen. Cantor ist eine davon, das ist an sich nur ein Frontend für andere Mathematik-Applikationen. Also Sie kennen vielleicht Sage, Mathematica, R als Statistiksoftware geht auch. Cantor ermöglicht verschiedene Mathematik-Software im Hintergrund zu brauchen und dafür das gleiche Frontend zu brauchen. Eher vielleicht was für den sekundären und tertiären Bildungssektor. Minuet, ein eher jüngeres Programm von KDE Edu, ist Software, auch dem Motto gleich Grow Your Knowledge, Grow Your Music Knowledge, wo es darum geht, Akkorde zu lernen, Musiktheorie zu lernen. Auch eine Software, weil sie eher jünger ist, die relativ schnell auf Android portiert wurde, auch zusammen mit Google Summer of Code Studenten, die über den Sommer durch bei freien Softwareprojekten mithelfen dürfen durch finanzielle Unterstützung von Google. CalGebra, man sieht hier unten den Google Play Store Link. Es ist nach wie vor freie Software, aber man kann, ist eine der Applikationen, die als erste im Play Store von Google auch zur Verfügung stand. Auch eine relativ simple Applikation. Man sieht jetzt hier das Plotten von 2- und 3D-Grafiken. Geht aber auch simpler. Man kann damit auch einfache wissenschaftliche, mathematische Berechnungen machen und muss nicht unbedingt etwas ausplotten. Es ist ein recht mächtiger Rechner. Und eben viele mehr. Also,
Sie finden auf edu.kd.org auf der Webseite viele weitere Informationen. Interessanterweise, ich kann ja übrigens auch sagen, ich bin nicht sicher, ob das Gruppenfoto von Beginn weg die Zeit war, als auch das Logo in Randau entstanden ist, aber irgendwann während der Zeit ist auch das Logo, das Motto da entstanden, das aktuelle Design auf der Webseite. Du schaust mich schon an, Zeit durch. Okay, nur noch schnell der Reihe nach da durch. Ich fange mal unten an. KDE hat vor 1-2 Jahren begonnen, mit auch Wurzeln wieder mal in Randau, dem weltberühmten Dorf, Executables zur Verfügung zu stellen, also mit Continuous Integration. Da wird unsere Software bei jedem neuen Commit, bei jeder neuen Änderung automatisch kompiliert auf verschiedenen Plattformen. Und wenn Sie auf diese Webseite Binary Factory gehen, gibt es das mittlerweile von vielen Applikationen für verschiedene Plattformen. Standardmäßig Linux mit App-Images, aber eben auch mittlerweile für Windows, macOS und den Link zu Android sehen Sie da unten. Das kurz aufgeführt, was es noch gibt, auch das ist noch nicht vollständig. Um auf mein Studium zurückgekommen, möchte ich noch ein Wort verlieren für Arkward mit dem komischen Namen, das ein sehr mächtiges Tool ist, das ich eben auch selber im Studium und für meine Masterarbeit nutzen konnte, für statistische Berechnung und die Visualisierung von R. Und was ich hier weniger gesagt habe, aber auch da gibt es ein paar Applikationen wie eben Parlay für Sprachenlernen nach dem klassischen Karteikartenprinzip. Ich bin noch den ganzen Tag da, so erreichen Sie mich via E-Mail. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Sehr schön, vielen Dank. Vielen Dank für deinen Vortrag. Ich bin jetzt etwas früher aufgestanden, damit wir noch ein paar Fragen dir stellen dürfen. Komm noch ein bisschen zu mir, damit das gut passt. Ich habe gesehen, du hast die Apps ja vorgestellt. Ihr seid ja sehr plattformunabhängig. Ja. Gibt es einen Unterschied zwischen App Store von iOS und Android? Was ihr jetzt da für Open Source Tools raufladen dürft oder könnt? Also beim iOS App Store war es lange ein Problem, glaube ich, dass es gar nicht möglich war, freie Software raufzuladen. Also man musste quasi dann wirklich schauen, dass man alle Rechte hat und alle Entwickler überzeugt, dass man die Software noch, glaube die GPL war das Problem, dass man sie noch auf eine andere Version lizenziert. Also es war da eingeschränkt. Das ist wirklich die Plattform, die am meisten Probleme macht für freie Software, obwohl sie zum großen Teil auf freier Software basiert. Okay, ich frage mal die Runde, wer braucht an den Schulen iOS so Apple-Tools? Gibt es einige? Ja, schon. Ne? Gibt es auch von eurer Seite Erfahrungen mit diesen Apple-Tools, positive, negative, bezüglich Open-Source-Software? Also, weil es würde mich interessieren, es ist jetzt häufig in den Schulen die Frage, was wird eingekauft, was für Tablets, was für Computer? Sonst meldet euch einfach mal, ein bisschen Erfahrungsaustausch noch zu machen. Gibt es weitere Fragen oder Kommentare aus dem Publikum bezüglich KDE und Edu? Ja. Ich habe mein Name ist Moritz Blumer und ich bin eigentlich Founder von Swiss Digital Pass und da geht es auch um Entwicklung von Apps. Da würde ich mich sehr gerne mit ihm mal absprechen, was möglich ist. Und ja, ich denke, das ist die Zukunft. Es gibt sehr viele Aufgaben. Man sollte global und vernetzt denken, was bis anhin nicht wirklich gemacht wurde. Und ja, wir sollen eine starke Einheit bilden. Dann haben wir gute Chancen, uns entsprechend zu positionieren. Genau. Okay, sehr gerne, ja. Vielleicht auch noch kurzer Hinweis, natürlich freie Software global, das heißt die Software, die Sie da gesehen haben, ist in mindestens 52 Sprachen jeweils übersetzt und kann so auch genutzt werden. Ich möchte noch kurz etwas sagen zu dem Punkt OS an Schulen und Benutzung. Ich habe einfach festgestellt, dass
viele Applikationen von Apple, die sind auf den ersten Blick sehr einfach zu handeln. Und sobald es aber Komplikationen gibt, wird es unheimlich schwierig. Weil darunter liegt ja ein BSD-System und das ist nicht ganz so einfach. Und selbst nur schon zum Beispiel, wenn Apple ohne große Vorankündigungen wechselt, zum Beispiel mit dem Fototool, wenn sie da nachher wirklich etwas anpassen müssen oder so, ist echt schwierig. Also, und da haben sie oft auch marginale Unterstützung von Apple. Also vielleicht auch dazu was, ich möchte kein Apple-Bashing betreiben hier. Ich arbeite in Zürich am Institut für Erziehungswissenschaft und wir setzen quasi nur Apple ein. Ich bin im IT-Team, glücklicherweise nicht in der Administration, also ich habe mit der Administration nicht viel zu tun, aber in der Realität ist es einfach so, dass Apple in der Schweiz und auch in anderen Bereichen sehr verbreitet ist und da macht es Sinn, auch diese Benutzer zu bedienen. Und darum gehen wir dahin. Aufwand, Ertrag ist dann immer eine andere Frage eben. Um die Frage abzuschließen, es ist auch nicht ganz trivial, die Entwicklungstools für einen Mac zu kriegen. Also wir brauchen wirklich Mac-Hardware, Mac-Software, das heißt Finanzen, um überhaupt da entwickeln zu können und die Software darauf zum Laufen zu bringen. Okay, vielen Dank für den Kommentar. Ist ja noch interessant, oder? Die Welt hätte ich manchmal auch gerne schwarz und weiß, gut und böse. Und Apple ist schon ein bisschen böse, finde ich, aber sie geben sich immerhin Mühe, gute Produkte zu haben. Und was sie sicher immer schön machen, finde ich, sind die Produktnamen. Also ich finde sie sehr kreativ, eure Namen, aber auch ein bisschen schwierig dann zum Aussprechen jeweils. Und das macht euch Apple schon noch clever, so mit seinen simplen Namen. Hm? I und K, ja, ist nicht das Gleiche. Wir sind ein bisschen vom K weggekommen im letzten Jahr.